Und damit geht's weiter. In dieser Bruchbude. Naja. Sieht echt nicht danach aus, als ob ich alles unter Kontrolle hätte, der gute Wheatley. Aber solange er uns nicht findet, ist alles gut. Farbe also schon wieder. Das sollte genügen. Okay. Dann lass uns mal hoch. Gut. So, jetzt sind wir natürlich in der Falle. Wenn jetzt uns findet und uns abwirft, dann haben wir keine Chance. Wie sollten wir auch? Du hast ja doch menschliche Züge, GLaDOS, ha? Hey. Boah, grad leckt's aber übel. Was ist da los? Wheatley Laboratories. Okay, ich glaube, wir sind jetzt echt am Finale angekommen. Ich erinnere mich noch ganz düster an das. Ah, du willst ihn also so lahmlegen. Das klingt gut. Schließ mich an, ich bring dich hoch. Selbst wenn du uns noch als Feinde siehst, sind wir doch Feinde mit demselben Anliegen. Rache. Du willst dich doch rächen. Jeder will Rache. Also los, rächen wir uns. Klingt gut. Nun denn, willkommen. Hi. In meinem Versteck. Wenn die Anzeige da oben stimmt, zerstört sich das Gebäude in etwa 6 Minuten selbst. Und zwar komplett. Ich bin ziemlich sicher, dass da mit dem Licht etwas nicht stimmt. Aha. Die Anzeige ist kaputt. Falls nicht, muss ich dich in jedem Fall töten. Das hatten wir ja schon besprochen. Ja, das geht klar. Dafür brauche ich 3 Minuten, dann 1 Minute Pause und dann bleiben noch 2 Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. So sieht der Plan aus. Okay. Außerdem habe ich auf Band, wie du sie getötet hast, und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. Erstens, keine Portalflächen. Zweitens, Nervengift sofort freisetzen. Drittens, bombensichere Schilde für mich. Viertens, Bomben, um dich zu bewerfen. Das klingt eigentlich ziemlich gut. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen wir das Nervengift weg. Das war natürlich nur ein Witz. Adios. Oh. Nervengiftbelastung erreicht Maximum in 5 Minuten. Danke. Portalflächen existieren. Ganz schön überzeugend, was? Aber eigentlich nur eine künstlerische Darstellung deiner selbst. So, gib mal eine Bombe her. Ich wollte, dass du mich dazu bringst, die Röhre zu sprengen. Ja, ja. Möglichkeit habe ich nur getan. Und tschüss, Wheatley. Bombensichere Schilde nützen dir nichts, wenn du sie nicht einsetzt. So, jetzt brauche ich schnell einen Kern. Oh, shit. Ah! Ja. Kernbeschädigung bei 50%. Belüftungssystem blockiert, Nervengift offline. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Was hast du gemacht? Was ist passiert? Wir haben einen Konterschlag gelandet, mein Freund. Aua, fuck, okay, der hat mich erwischt. Oh, du hast eigentlich gar Kugeln an mir befestigt. Wer hat dir das gesagt? Warst du das? Das macht dich nur noch stärker als das. Muss hier weg. Ah, doch. Ah, hier hat er sein Schild aktiviert. Scheiße, ich muss von einer anderen Fläche kommen. Von ganz oben. So, jetzt. Ah, nein, auch nicht. Scheiße. Auch nicht? Hä, von wo? Ach, von unten. Natürlich. Ah, fuck. Yes, okay, es hat noch gezählt. Wo? Hi.
Komm her! Nein, Kern! Kern? Danke! Nein, 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 nicht, nicht da lang! Da, 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 da! So! Kernbeschädigung bei 75%. Countdown für Reaktorexplosion zerstört. Notfallpräventivmaßnahme eingeleitet. Und das wäre? Die Anlage wird sich in 2 Minuten selbst zerstören. Aber warum? Warum zerstört die sich immer selber? Okay, jetzt frontal. Mhm. Das ist der, okay. Wo ist der? Wo ist der? GLaDOS? Boah, fuck. Ach, da hinten kommt sie angejumpt. Alter, wir sind im Freien oder was? Das ist der Himmel, oder? Ah ne, ist nur die Anlage. Okay, Union. Ungefähr. Seine Stücke klar. 1989 und was eine Verschwörungstheorie. Der erste Passagierflug fand 1940 statt. Alle an Bord kamen während des gesamten Flugs. Der muss ich kurz der zuhören. Erste Mensch, der bewies, dass gut durchtrinkbar ist, das sehr, sehr gut. Und jetzt reicht's. So. So. Ich glaube, das war's, oder? Manueller Kernaustausch erforderlich. Oh, verstehe. Ersatzkern, bereit für den Einsatz? Beschädigter Kern, bereit für den Einsatz? Was denkst du? Interpretiere ungenaue Antwort als ja. Kein Sarkasmus diesmal. Pat entdeckt. Pat, Feuer ja. In der Pat-Auflösungsanlage. Lösche Feuer. Eigentlich habe ich keinen Bock, GLaDOS da anzuschließen. Das hat sich damit erledigt. Hätte ich nur ein bisschen früher wissen müssen. Auflösungsmitarbeiter, drücken Sie die Part-Auflösungstaste. Drück nicht auf die Taste! Nein! Lass es sein! Ich sagte nicht drücken! Drück nicht auf die Taste! Eine Bombe! Wow. Was? Du lebst noch? Du machst Spritze! Du willst mich auf den Arm nehmen! Alter! Let's play to the moon. Oh shit. Vielleicht war das gar nicht so clever. Ich meine, es brettert doch alles da rein, oder? Ja. Die Erdanziehung. Jetzt sind wir einfach auf Mo. Fuck. Wir müssen eigentlich sofort tot sein. Na, die NASA. Lass los! Wir sind im Weltraum! Lass los! Lass los! Ich bin noch verbunden! Ich komm selbst wieder rein! Ich krieg das noch hin! Ich hab's schon repariert! Und du kommst nicht zurück! Oh nein! Neuer Plan! Halt mich fest, du Beste! Wow! Und tschüss! Wow, GLaDOS rettet uns sogar! Wie ehrenvoll! Und das war's dann wohl. Ach, die Koop-Spieler. Zum Glück ist dir nichts passiert. Als Carolyn lernte ich eine wichtige Lektion. Ich dachte, du wärst mein größter Feind und warst doch die ganze Zeit mein bester Freund. Als Carolyn lernte ich eine weitere wichtige Lektion. Wo Carolyn in meinem Herrn lebt. Carolyn belöscht. Leb wohl, Carolyn. Beim Löschen von Carolyn habe ich eben eine wichtige Lektion gelernt. Die beste Lösung eines Problems ist meist die einfachste. Ehrlich. Dich zu töten ist schwer. Weißt du, wie mein Leben früher war? Ich führte Tests durch. Niemand tötete mich, steckte mich in eine Kartoffel oder verfütterte mich an Vögel. Ich hatte ein schönes Leben. Doch dann kamst du. Du gemeingefährliche, stumme Wahnsinnige. Weißt du was? Du gewinnst. Bitte geh. Okay. Es war schön. Ohne. Komm nicht zurück. Okay. Sie hat Carolyn gelöscht, also wer weiß, ob sie uns nicht doch hintergeht. Und die Lache.
Aber wir fahren hoch, wo auch immer das sein mag. Oder wo auch immer das hinführt. Ja, klar. Hä? What the fuck? Der Rechte spielt nicht mit. Okay, der hat uns echt verarscht. Oha, die Turrets. Sie lässt uns wohl wirklich gehen. Im Hintergrund glänzt ein fetter Turret. Warte. Das ist das Tor zur Freiheit. Wir sind in einem Maisfeld. Das könnte auch als Paradies gelten. Keine Häuser, kein Nichts. So eine Blechhütte. Oh, sie gibt uns den Herzcube. Und damit endet es wirklich. Portal 2. Well, here we are again. Such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom taken. That's what I'm counting on. I used to want you. Was a lot like you, maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in you too. One day they woke me up so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your short set effect. That's what I'm counting on. Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll start feeling so bad. You'll make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else. Ja, und das sind nach wie vor einer der besten Credits, die jemals gemacht wurden. Das Lied ist echt geil. Ich gebe dem Game 95%, mir hat eigentlich so gut wie alles gefallen. Ich muss alles sehen. Oh, hi. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Ich wünschte wirklich, ich könnte alles ungeschehen machen. Und das nicht nur, weil ich hilflos im Weltraum treibe. In den Weltraum? Ja, ich weiß, Kumpel. Tja, wir sind beide im Weltraum. Jedenfalls, weißt du, was ich sagen würde, wenn ich sie noch einmal wiedersehen könnte? Ich bin im Weltraum. Ich würde sagen, es tut mir leid. Aufrichtig leid. Ich war herrisch.
und unbarmherzig. Und ich bereue es von ganzem Herzen, das kannst du mir glauben. Innendeckung. Ende. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns zu einem der nächsten Projekte wieder. Bis dann und ciao.